Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie zu unserer Abendveranstaltung hier in Stuttgart-Hohenheim ganz herzlich begrüßen, die im Rahmen unserer Reihe Nachgefragt aktuelle Themen aus Gesellschaft, Politik, Wissenschaft, Kultur und Religion aufgreift und das bisherige aktuelle Fenster, Stammgästen sicher bekannt, dieses aktuelle Fenster fortsetzen soll. Wir freuen uns über Ihr großes Interesse und insbesondere über die sehr breit gefächerte Zusammensetzung unseres heutigen Teilnehmerkreises aus Politik, Kirchen, Wohlfahrtsverbänden, Stiftungen, Verwaltungen und NGOs. Ich hoffe, Sie sehen mir nach, wenn ich nicht alle von Ihnen einzeln begrüßen kann. Gleich zu Beginn noch ein Hinweis in eigener Sache. Wer jetzt noch kommt, Sie kennen den Spruch, wer zu spät kommt. Wir sahen uns angesichts des großen Interesses vor die Frage gestellt, absagen oder in den kleinen Saal gegenüber übertragen. Wir hoffen auf Ihr Verständnis, vor allem auf das Verständnis derer, die jetzt noch kommen, die das nicht hören, dass wir die zweite Variante gewählt haben. Da der große Saal hier aus Brandschutzgründen nur mehr mit 190 Personen belegt werden darf, blieb uns keine andere Wahl. Absagen wollten wir nicht und angesichts der Regelung um den Fernsehturm haben wir uns nicht getraut, hier irgendwie aus der Reihe zu gehen. Flucht aus Syrien. Die Dimension hat der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, vor dem UN-Sicherheitsrat in New York klar benannt. Seit dem Völkermord in Ruanda vor 20 Jahren haben wir keine Fluchtbewegung mehr gesehen, die in solch atemberaubender Weise eskaliert. Längst sind der syrische Bürgerkrieg und die syrische Flüchtlingstragödie zur größten humanitären Katastrophe in der jüngeren Geschichte des Nahen und Mittleren Ostens geworden. Die Ereignisse der letzten Wochen, national wie international, politisch wie sportlich, haben die Berichterstattung über Syrien in den Hintergrund gedrängt. Ohne dass von dort irgendeine Art von Entspannung zu beobachten wäre. Vielleicht nur mit Ausnahme des zu Ende gehenden Winters. Ein mehrfach geschundenes Land mit einer Generation von Kindern, teils Kriegsweisen, die neben dem Erleben täglichen Grauens voraussehbar für lange Zeit keine Schule mehr besuchen können. Es stellt sich hierbei die Frage nach den internen und den externen Akteuren und deren jeweiliger Interessenlagen. Und es ist zu fragen nach den Perspektiven für eine Beendigung dieser anhaltenden Katastrophe. Und es ist zu fragen nach der Rolle des Westens bzw. Europas angesichts dieser Tragödie quasi vor der Haustür. Ist es notwendig, zum Beispiel die Flüchtlingsaufnahme in dieser Situation zu intensivieren? Nicht nur um der europäischen Werte willen, sondern auch um die Nachbarstaaten wirksam zu entlasten und deren Destabilisierung zu verhindern? Was sind die weltpolitischen Konsequenzen angesichts festgefahrener Verhandlungen? Eine deutliche Reächtung der Akteure? Wir sind sehr glücklich, mit Ihnen, Herr Armbruster, einen der profiliertesten und bekanntesten Kenner der Region, heute bei uns zu Gast zu haben. Seien Sie bei uns ganz herzlich willkommen. Einige wenige Sätze zu Ihrer Vita. Seit 1979 waren Sie zunächst Reporter und Moderator beim damals noch so heißenden Süddeutschen Rundfunk, SDR. Seit 88 Redakteur für Innenpolitik, Auslandskorrespondent und Auslandsredakteur bis 94 und 95 bis 98 Leiter der Auslandsabteilung. Als ARD-Korrespondent wirkten Sie von 99 bis Juli 2005 und erneut ab 2010 im Gebiet Nahe Osten, Mittlerer Osten, mit Hauptsitz in Kairo. Und seit Beginn des Irakkriegs befanden Sie sich jedoch meist in Bagdad, wie zu lesen war. Ich hoffe, es stimmt. Von September 2005 an leiteten Sie beim SWR die Abteilung Ausland Europa. Und vielen von Ihnen ist Herr Armbruster bekannt als Moderator des Weltspiegels bei der ARD bis Januar 2010. Im Syrien-Konflikt berichteten Sie auch aus Damaskus und
im Januar 2013, also vor etwa einem Jahr, gaben Sie die Leitung des ARD-Auslandsstudios in Kairo ab. Und kurz darauf, am 29. März 2013, wurden Sie im nordsyrischen Aleppo während der Dreharbeiten für einen Dokumentarfilm angeschossen und schwer verletzt. Vorhin haben Sie gesagt, Arbeitsunfall. Typisch Armbrüster, würde ich sagen. Glücklicherweise sind Sie inzwischen so weit wiederhergestellt, dass Sie die begonnenen Projekte fortsetzen können. Mit Ihren Vorträgen und politischen Analysen zur Situation in der arabischen Welt sind Sie ein sehr gefragter Experte und umso mehr freuen wir uns, dass Sie den heutigen Abend mit uns verbringen. Bevor ich nun Herrn Armbrüster das Wort gebe, möchte ich Sie noch auf eine kleine inhaltliche Erweiterung hinweisen. Da hoffen wir auf Ihr Verständnis und auch auf Ihre Bereitschaft, sich darauf einzulassen, die Sie nicht im Programm finden. Angesichts unserer Zusammensetzung am heutigen Abend haben wir uns entschlossen, den Teilaspekt, was können und sollen unsere Kirchen im Land im Hinblick auf diese Katastrophe tun. Durch ein kurzes Statement von Rainer Lang, Geschäftsführer der Stiftung Entwicklungszusammenarbeit in Baden-Württemberg. Dies aus aktuellem Anlass und vor dem Hintergrund auch der Flüchtlingsinitiative, die unser Bischof Dr. Gebhard Fürst vor einigen Monaten gestartet hat. Auch Herrn Lang ein herzliches Willkommen. So, nun darf ich Herrn Armbrüster bitten. Ja, herzlichen Dank für die freundliche Aufnahme und vor allen Dingen auch herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe jetzt die Aufgabe hier, na so 40 Minuten ungefähr, Ihnen versuchen zu erklären, was da in Syrien in diesem grässlichen Bürgerkrieg überhaupt los ist. Denn die wenigsten Menschen aus guten Gründen und aus verständlichen Gründen können nur schwer nachvollziehen, was dort eigentlich passiert. Da gibt es die unterschiedlichsten Interpretationen. Ich versuche Ihnen meine Interpretation darzustellen und hoffe, dass ich ein bisschen für Klarheit sorgen kann. Vielleicht wird aber auch Ihre Unklarheit nur auf ein höheres Niveau gehoben. Ich war letztes Jahr im Libanon, davon möchte ich berichten. Ich war letzte Woche in der Türkei an der syrischen Grenze. Aus gutem Grund nur an der syrischen Grenze und nicht in Syrien selber. Denn dort oben, wo ich letztes Jahr im März noch mich einigermaßen sicher, vielleicht auch dann doch nicht ganz so sicher bewegen konnte, ist es heute völlig unmöglich für einen Westler, sich überhaupt hineinzutrauen. Nicht wegen der Assad-Truppen. Die sind seit anderthalb Jahren, seit Juli 2012, vertrieben. Die gibt es dort oben nicht mehr, außer bei Aleppo auf einer Seite, sondern wegen einer ganz anderen Organisation mit dem kryptischen Abkürzung ISIS, ISIS. Es heißt abgekürzt Islamischer Staat im Irak und in Syrien, beziehungsweise Scham, das ist der arabische Ausdruck für Syrien, also Islamischer Staat im Irak und Syrien. Und das ist die, um es kurz zu machen, die grausamste Al-Qaida-Organisation, die dort oben im Augenblick ihr Unwesen treibt. Es sind wenig Syrer-Mitglied, dafür sehr viele aus dem Ausland, Wanderdschihadisten aus dem Irak, aus Somalia, aus Tunesien, aus Ägypten. Und ehe ich jetzt auf diese ISIS komme, weil die dort, so haben wir festgestellt, in der einen Woche, die wir da an der syrischen Grenze verbracht haben und mit sehr vielen Syrern geredet haben, diese Terrororganisation hat es geschafft, die Köpfe der Menschen mehr zu beherrschen und mehr zu kontrollieren, als es Assad im Augenblick noch tut. Vor einem Jahr hat man sehr viel über Assad natürlich geredet, hat darüber nachgedacht, wie lange hält der es noch aus, wann ist er gestürzt, was kommt danach. Da gab es auch sehr unterschiedliche Antworten. Einige von den Antworten hat mich damals schon erschreckt. Aber heute gibt es zwei Dinge, die die Köpfe der Menschen im Exil, so wie ich sie getroffen habe, beherrschen. Das ist einmal ISIS oder ISIS, Jas auf Arabisch,
Und das sind die Fassbomben, die über Aleppo abgeworfen werden. Ich habe das unter anderem am letzten Tag lernen müssen, als ich mich nämlich auf einem Hügel mit Exilsyrern in Kilis, Kilis ist die türkische Grenzstation nach Syrien, getroffen haben. Auf diesem Hügel treffen sich jeden Tag Exilsyrer und schauen in die Tiefe der Landschaft, denn nach 4 Kilometer beginnt Syrien. Und Sie alle wissen, die wir dort oben getroffen haben und auch gedreht haben, Sie alle wissen, Sie können vorläufig nicht zurück. Sie sind nicht vor Assad geflohen. Die wenigsten sind vor Assad geflohen, wenn sie im letzten Jahr sich auf den Weg in das türkische Exil gemacht haben. Sie sind vor dieser Terrororganisation ISIS geflohen. Ich will Ihnen die Geschichte von einem jungen Syrer erzählen, den ich letztes Jahr in Syrien, in Assas, das ist die nächstgrößere Stadt hinter der türkischen Grenze, auf syrischer Seite, kennengelernt habe und der uns durch den Norden Syriens nach Aleppo und so weiter geführt hat. Dieser Mensch, dieser junge Mensch, Anwar mit Namen, ist letztes Jahr im August entführt worden, verschleppt worden von dieser Terrororganisation ISIS, ist zum Tode verurteilt worden, so hat er es uns erzählt und es ist sehr, sehr glaubwürdig. Er ist gefoltert worden vorher mit Elektroschocks, mit die Hände an die Decke gebunden und dann freischwebend und dann noch mit Elektroschocks malträtiert. Ich will Ihnen das ersparen, diese ganzen Details, die er uns erzählt hat. Aber es sind Methoden, die eigentlich eher auf der anderen Seite zu Hause waren bis dahin, aber inzwischen auch von solchen Organisationen angewendet werden. Und er erzählte uns, er sei zum Tode verurteilt worden und ISIS, in die Organisation, die Scharfrichter, seien zum Bruder hingegangen und hätten ihm auf das auf Video aufgezeichnete Geständnis, das sie durch Folter aus ihm herausgepresst haben, vorgeführt, in dem er bekennt, er hat mit Westlern, also mit uns zum Beispiel, zusammengearbeitet, auch mit anderen Journalisten, und deswegen sei er schlicht ein Spion. Und dem Bruder wurde gesagt, also entweder ermordest du ihn, dann machen wir das in aller Stille, oder wir machen einen öffentlichen Schauprozess daraus. Es ist Gott sei Dank nicht dazu gekommen. Er konnte fliehen in einer abenteuerlichen Flucht, konnte sich in die Türkei absetzen und da haben wir ihn letzte Woche dann wieder getroffen. Da hat er uns die Geschichte erzählt, er war ein anderer Mensch. Ein ganz anderer Mensch als den ich ein Jahr zuvor bei ihm kennengelernt hatte. Das nur als eine Anekdote zu dieser Terrororganisation ISIS, die inzwischen große Teile des Nordens kontrolliert. Dort, wo vor einem Jahr noch eine Mischung aus weltlich orientierten Kämpfern, Freie Syrische Armee mit Namen, die auch eine Mischform von Islamisten und tatsächlich weltlichen Kämpfern waren. Dann gibt es dort oben islamistische Brigaden. Es ist ein kunterbunter Haufen sehr unterschiedlicher und sehr ideologisch auch sehr unterschiedlich ausgerichteter Brigaden, die alle aber nichts mehr, ich glaube, das kann man ziemlich klar konstatieren, die alle nichts mehr mit den Demonstranten zu tun haben, die es 2011 noch gab. Als damals nämlich die Demonstranten auf die Straße gingen, ging es um Respekt, um mehr Teilhabe, um eine bessere Zukunftsperspektive, um weniger Korruption und solche Dinge. Dafür waren die Menschen 2011 ab dem 15. März auf die Straße gegangen. Und danach dschihadisierte sich dieser Konflikt immer mehr und wurde immer mehr zu einem internationalen Konflikt. Heute der Norden eben unbegehbar für Westler. Und ich habe bei dem Besuch auch noch einen Arzt getroffen, Dr. Anwar Zakaria, nur als kleine Anmerkung, das ist der Arzt, der mir im letzten Jahr das Leben gerettet hatte, nachdem ich angeschossen war und der im November den Lew-Kopelew-Preis gekriegt hatte. Und mit dem hatte ich mich wieder verabredet, ein tiefgläubiger Moslem, aber ein sehr durchdachter, kluger Mensch. Mit dem habe ich getroffen, dessen Familie lebt in einer anderen Grenzstadt auf der türkischen Seite und er geht immer nach Aleppo zurück, um dort
das Krankenhauswesen zu organisieren, nicht Widerstand oder dergleichen zu organisieren. Er ist ein wütender Assad-Gegner, aber er hat mir unter anderem auch gesagt, Jörg, ich bin inzwischen so weit, mir ist jeder Waffenstillstand recht, Hauptsache das Morden hört auf. Denn seit dem 15. Dezember setzt Assad seine zweite Terrorwaffe gegen die Menschen dort oben ein. Das sind diese Fassbomben, das sind Ölfässer, die gefüllt werden mit Sprengstoff, mit Eisenteilen, scharfkantigen Eisenteilen und mit Altöl zum Beispiel, um so einen Napalm-Effekt zu erzielen. Ich habe ihn gefragt, wie ist das denn, wenn du siehst, da kommt ein Hubschrauber, der wirft aus großer Höhe eine solche Fassbombe ab, aus großer Höhe, damit sie nicht erreichbar werden mit normalen Gewehren und dergleichen, vielleicht auch mit Panzerfäusten, Flugabwehrraketen, gibt es nicht. Da sagte er, du gerätst automatisch in Panik. Das ist nicht nur die Angst vor der Explosion. Die Angst beginnt, sobald du siehst, dass diese Fassbombe runterfällt. Sie fällt langsam runter. Manche sind sogar, werden noch mit einem Fallschirm abgebremst, damit diese psychologische Wirkung noch etwas verstärkt wird. Wenn Sie bei YouTube unter Barrel Bombs gehen, also Fassbomben, dann gibt es diese Videos. Da können Sie sich überzeugen, dass ich Ihnen wirklich nicht irgendwas vorschwindle. Und da sagte dieser Arzt, Dr. Ammer, wenn es dann, wie du rennst um dein Leben, du weißt nicht, wo du in Deckung gehen kannst. Es gibt im Grunde keinen sicheren Ort, solange diese Fassbombe von dem Hubschrauber unterwegs ist. Und dann schlägt sie irgendwo ein, dann sterben Menschen, mal mehr, mal weniger. Mit diesen Fassbomben kann man nicht zielen, es sind militärische Waffen, aber keine Waffen, um eine Militäranlage zu zerstören, weil man viel zu schlecht damit zielen kann. Es ist eine reine Terrorwaffe. Und wenn dann die Ambulanzen kommen, um die Verletzten zu retten, die Toten zu bergen, wenn dann Hilfe kommt, dann kann es leicht passieren, dass der Hubschrauber nochmal zurückkehrt und genau an diese Stelle in die Versammlung hinein eine zweite Fassbombe wirft. Und Dr. Ammer sagte, das ist Terror pur und wir haben im Grunde zwei Dinge im Kopf. Das sind auf der einen Seite die Fassbomben und es sind auf der anderen Seite diese ISIS, Al-Qaida-Terroristen, die uns das Leben zerstören. Und wenn er aus der Türkei nach Aleppo zurückgeht, dann geht das nur auf Schleichwegen, weil er auch auf einer Todesliste dieser ISIS-Terrorbewegung steht. Er geht aber dennoch hin, weil er sagt, die brauchen mich dort und ich muss dort die Krankenhäuser organisieren von vier noch funktionierenden Krankenhäusern, funktionieren inzwischen nur noch zwei. Eines ist durch diese Fassbomben zerstört worden, ein anderes durch einen Raketenangriff über Kampfflugzeuge. Denn das ist ein Ziel, auch in diesem Krieg von der Assad-Seite Krankenhäuser zu zerstören, um Infrastruktur zu zerstören, Wasserwerke, Elektrizitätswerke und Krankenhäuser, um dort die Lebensstrukturen zu zerstören. Und er hat es auch geschafft, durch Fassbomben, dass in den letzten drei Monaten, Mitte Dezember begann dieser Angriff, bis jetzt, bis Ende Februar, 500.000 Menschen Aleppo verlassen haben. Das ist eine Zahl, die habe ich von verschiedenen Seiten auch unabhängig voneinander gehört. 500.000 Menschen aus einer Stadt, in der ursprünglich 1.600.000, 1.700.000, je nachdem, wie groß man Aleppo definiert, vielleicht sogar 2 Millionen Menschen gelebt haben. Heute leben dort nur noch 300.000 Menschen. Das sind die, die nicht weg können, die kein Geld haben, die keine Chance haben, irgendwo anders zu überleben. Die Türkei hat die Grenze dicht gemacht, sie sind überfordert oder sie meinen, mit ihren 500.000 hätten sie genug aufgenommen, so ein bisschen mehr als die Bundesrepublik aufzunehmen bereit ist. Und sie versorgen die nebenbei recht gut, die Flüchtlinge, die sie bei sich aufgenommen haben. Und wir wissen nur, dass diese 500.000, ein Teil,
Die Informationen gehen dahin, dass ungefähr 20% auf die Ersatzseite gegangen sind. Wie es ihnen dort ergeht, wissen wir nicht. Andere sind irren irgendwo in Syrien umher. Ein drittes Kontingent wird möglicherweise in den Libanon gegangen, ist der erreichbar ist aus Aleppo, wenn man lange läuft oder mit dem Auto fährt, aber Benzin gibt es so gut wie keines. Und wenn man eben auch durch die Blockade, die diese ISIS aufgebaut hat, hindurchkommt. In der Zeit dieser Fassbombenangriffe hat es 700 Tote gegeben und 4.500 Verletzte. Und ich erinnere mich an eine Mail, die ich kurz vor Weihnachten von Dr. Ammar, dem Arzt aus Aleppo, bekommen habe, der mir völlig verzweifelt geschrieben hat: Ich habe noch nie so viele Amputationen vornehmen müssen wie in den letzten Wochen. Und der Brief endete oder die Mail endete mit der Feststellung: Wir schreien, aber niemand hört uns. Das soweit als kleine, das hätte ich fast gesagt, Einstimmung hin, wie es im Norden aussieht. Aber ich will noch ein Zitat anfügen von Dr. Ammar, dem Arzt aus Aleppo. Er sagt auch: Auf unserer Seite passiert sehr viel Schlimmes. Auf unserer Seite gibt es auch Islamisten, die, und nicht nur ISIS oder ISIS, die man irgendwann einmal wegen Menschenrechtsverletzungen anklagen muss, wo man es zumindest untersuchen muss, die Kinder als Botenläufer in Kriegssituationen einsetzen, die Menschen missbrauchen, auch als menschliche Schutzschilde, die Kriegsgefangene der anderen Seite hinrichten. Gefangene werden in diesem Krieg nicht gemacht, beide Seiten richten ihre Gefangenen hin, auch weil es viel zu teuer ist, die Gefangenenlager zu unterhalten. Es ist ein Krieg, der ohne jede Gnade auf beiden Seiten geführt wird. Deswegen ist es auch so schwer, einen Waffenstillstand zu schließen, den Krieg zu beenden. Aber ehe ich zu dem Thema komme, möchte ich vielleicht noch ein bisschen was versuchen zu erklären, ohne diese Emotionalität, die Sie jetzt bei mir vielleicht auch gespürt haben. Und ich bin, das möchte ich vielleicht noch vorausschicken, als ich da aus der Türkei zurückkam und mit den vielen Syrern, mit denen ich da gesprochen habe, immer wieder nur eine Frage gehört habe: Was tut eigentlich der Westen? Warum macht ihr keine Flugverbotszone? Warum macht ihr keine geschützten Räume für Flüchtlinge, für Aleppo zum Beispiel? Es ist sehr schwer, das dann zu erklären. Es gibt gute Gründe, warum das nicht passiert, warum sich der Westen militärisch nicht in diesen Konflikt einmischt. Da gibt es wirklich gute Gründe, aber es gibt inzwischen auch immer mehr gute Gründe, warum der Westen sich dort militärisch einmischen sollte, so wie er es ja in anderen Ländern, auch im Nahen Osten, getan hatte, ohne die UNO zu fragen und ohne um Erlaubnis zu bitten. Ich erinnere da nur daran, dass im Irak nach dem ersten großen Irakkrieg im Norden über dem Kurdengebiet eine Flugverbotszone eingerichtet wurde und dann über dem Süden, über das Schiiten Gebiet, das Wohngebiet im Irak, wo mehrheitlich Schiiten leben, wurden auch Flugverbotszonen eingerichtet. Und da gab es keine Zustimmung der Vereinten Nationen dafür, sondern es wurde gemacht und es wurde auch hingenommen. Es ist die Frage, ob das im Fall Syrien auch so hingenommen würde, hauptsächlich von Russland und vom Iran. Da sind wir jetzt bei den Kriegsparteien. Denn der Krieg in Syrien begann als kleiner Aufstand unzufriedener Syrer gegen eine Daueralleinherrscherfamilie, nämlich die Assads, die seit 1970 das Land kontrollieren und sich in diesem Land bedienen, als ob es ihnen privat gehören würde. Dieser Aufstand führte dann im Lauf des Jahres 2011 zu kriegerischen Auseinandersetzungen in erster Linie, weil Assad von Anfang an auf Gewalt gesetzt hatte.
Am 15. März begannen die Proteste in Deraa, das ist eine Stadt an der jordanischen Grenze, gegen, noch nicht mal um Assad abzusetzen, sondern die einzige Form war gewesen, wir wollen Reformen, wir wollen Perspektive haben, wir wollen mehr Respekt haben, wir wollen politisch beteiligt werden. Von Assad absetzen war keine Rede, weil Assad auch einen einigermaßen vernünftigen Ruf noch hatte, anders als Mubarak in Ägypten zum Beispiel. Oder andere Alleinherrscher, Ben Ali in Tunesien, Gaddafi in Libyen. Das war nicht so. Die Stimmung gegen Assad entwickelte sich erst, als den Menschen, die etwa eine Veränderung haben wollten, klar wurde, wir haben keine Chance, wir werden nur von der Polizei zusammengeschossen, von den Sicherheitskräften verhaftet, in den Gefängnissen gefoltert. Und damals in Deraa am 15. März war es eben so, dass Jugendliche Assad unfreundliche Graffitis auf öffentliche Gebäude gesprayt hatten. 11, 12, 13 Jahre alt waren die, sind mitgenommen worden und als Leichen den Eltern zurückgegeben worden. Daraus entwickelte sich zunächst ein interner Krieg. Das ging ungefähr bis Ende 2011 so, legen Sie mich nicht genau auf die Monate fest, das sind solche geschichtlichen Prozesse, sind auch fließend und haben Grauzonen und jeder, der sagt, es hat früher begonnen, die Gewalt mag auch seine guten Gründe haben. Es ist dann die Freie Syrische Armee gegründet worden, das war so eine aus Deserteuren von Assad-Soldaten, also Armeeangehörigen, die nicht auf die eigenen Menschen, auf die eigenen Angehörigen schießen wollten. Daraus entstanden so die ersten Freischärlergruppen, die teilweise anfangs nur die Demonstranten gegen Übergriffe durch die syrische Armee schützen wollten und vor allen Dingen auch gegen die Shabiha-Milizen. Das sind Verbrechermilizen, die dann sehr schnell von Assad und von der Assad-Seite als Truppe fürs Grobe, für die schmutzigen Geschäfte eingesetzt wurden. Und erst im Jahre 2012 entwickelte sich so etwas wie eine Internationalisierung des Krieges. Es begann nämlich Saudi-Arabien in dem Krieg massiver einzugreifen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite beteiligte sich immer stärker der Iran mit Beratern, auch mit elektronischem Gerät. Sie hatten durch ihre eigenen Aufstände im Land ein ziemlich perfektes elektronisches Überwachungssystem entwickelt, das sie nach Syrien exportierten. Das Internet spielte von Anfang an eine ganz entscheidende Rolle, um zum Beispiel die Bilder aus den Städten heraus zu befördern. Das syrische Internet war abgestellt, die Demonstranten, die Local Coordination Committees, so hießen die lokalen Komitees, die die Demonstration organisiert hatten, die hatten sich Satelliteneinheiten besorgt, mit denen man Internet anzapfen kann oder auf Internet gehen kann und dann unabhängig ist von offiziellen Internetnetzen. Und das sind Systeme, Satellitentelefone, die sind sehr klein. Die muss man kaufen, aber so wie ich jetzt auch wieder gehört habe, haben syrische Geschäftsleute, die selber mit den Zuständen in Syrien unzufrieden waren, diese Satelliteneinheiten besorgt, gekauft und nach Syrien geschafft, teilweise geschmuggelt, teilweise einfach Reisenden mitgegeben und es wurde dann nicht entdeckt. Und so konnten die dann auch so Leute wie uns im Büro in Kairo, AD-Büro in Kairo, mit Bildern versorgen, weil wir 2011 von Anfang an beantragt hatten, nach Syrien reisen zu dürfen, um von innen her zu berichten. Wir bekamen aber erst das erste Mal im Dezember 2011 ein Einreiseerlaubnis, dann auch nur für 5 Tage. Und dort dann immer überwacht, konnten wir dann von vor Ort berichten. Und 2012 war es dann dadurch, dass die UNO mit ihrer Mission anwesend war, etwas einfacher für uns zu arbeiten. Aber deswegen waren wir sehr lange auf diese Videos angewiesen und konnten dann, wenn wir sie verifiziert haben und einigermaßen wussten, was sie tatsächlich darstellen, das ist immer ein hohes Risiko,
dann auch benutzen in unseren Fernsehnachrichten, Tagesschau. Vielleicht erinnern Sie sich noch an diese Zappel-Videos. Es war sehr unbefriedigend für Reporter und Korrespondenten, so arbeiten zu müssen. Aber es ging nicht anders, wenn man nicht, überhaupt nicht berichten wollte. Und das ging ja nun noch weniger. Also in dieser Zeit, spätestens ab 2012, mischten sich immer stärker ausländische Interessenträger in diesen Konflikt mit ein. Man muss wissen, Syrien ist nicht Libyen, Syrien ist nicht Tunesien. Libyen und Tunesien haben das Glück, am Rande der arabischen Welt zu liegen. Syrien ist ein Zentrumsland, liegt im Zentrum der arabischen Welt. Man sagt auch, ich glaube, es ist so rum richtig, kein Friede ohne Ägypten, kein Krieg ohne Syrien, vielleicht auch umgekehrt, ich müsste es nochmal nachgucken. Jedenfalls spielt Syrien eine Schlüsselrolle in der arabischen Welt, dadurch, dass es Nachbar ist zu Israel, dadurch, dass es Nachbar ist zum Libanon, dadurch, dass es Nachbar ist zur Türkei und zum Irak, hat also viele kritische Grenzen. Und deswegen hatten Länder wie Saudi-Arabien oder überhaupt die Golfstaaten sehr früh ein Interesse daran, mitzubestimmen, was in Syrien sich entwickelt und wohin sich Syrien entwickelt. Sicherlich nicht in Richtung Demokratie, das ist nicht im Interesse dieser Länder. Sie hatten ein anderes Interesse, nämlich den Iran aus Syrien herauszudrängen. Warum ist der Iran so stark in Syrien vertreten? Welche Interessen hat der Iran in Syrien? Das sind, ich will es mal versuchen zu vereinfachen, in erster Linie zwei Interessen. Einmal ist Syrien der einzige Bündnispartner oder war lange Zeit der einzige Bündnispartner des Iran in der iranischen Welt. Über Syrien hat es einen Fuß in der arabischen Welt gehabt, hatten die Mullahs einen Fuß in der arabischen Welt. Durch den Irakkrieg ist es anders geworden. Da haben die Amerikaner freundlicherweise den Iranern geholfen, noch einen Stützpunkt im Iran, in der arabischen Welt aufbauen zu können. Heute ist der Irak ein wichtiger Ansprechpartner für den Iran. Ich will nicht sagen Bündnispartner, aber ein wichtiger Ansprechpartner. Und auch der Nachschubweg in Syrien läuft über den Irak. Das war das eine, der Fuß in der arabischen Welt. Dann aber auch, wenn man noch ein Stück weiter geht, nach Libyen zum Mittelmeer, dort gibt es die Hisbollah, eine schiitische Miliz. Die EU sagt inzwischen Terrororganisation. Man muss mit dem Begriff ein bisschen vorsichtig umgehen in dem Fall. Aber es ist eine hochbewaffnete, hochgerüstete libanesische schiitische Miliz, die verschiedene Kriege gegen Israel geführt hat und die auch gegründet wurde als Widerstandsgruppe und Widerstandsmiliz gegen Israel, als Israel den Süden des Libanon noch besetzt gehalten hatte. Und 2006 den letzten Krieg, der ging für Israel nicht gut aus, der ging auch nicht für die Hisbollah gut aus, aber ein Patt nach einem solchen Waffengang bedeutet einen Sieg für die Hisbollah. Das und die Hisbollah wiederum als schiitische Organisation während des libanesischen Bürgerkrieges gegründet in den 80er Jahren, ist eine nicht der verlängerte Arm des Iran. Das wäre falsch. Sie ist eine sehr autonome Organisation, aber sie ist auch auf der anderen Seite ideologisch sehr eng mit dem Iran verbunden, dann aber auch finanziell und waffenmäßig eng mit dem Iran verbündet. Und der Nachschub für die Hisbollah, besonders der Waffennachschub für die Hisbollah in den Südlibanon, geht über Damaskus. Über das Mittelmeer geht nichts. Da passen die Israelis hervorragend auf. Aber der Waffennachschub der Hisbollah geht über Damaskus. Auch deswegen, auch das Interesse des Iran an Syrien. Und auch deswegen unterstützt der Iran Assad als Person, nicht als religiöse Person, sondern als Machthaber. Man sagt zwar, die Alawiten hätten etwas mit den Schiiten zu tun, es ist auch irgendwo eine Abspaltung, aber dann wird es ganz kompliziert. Und dieses Bündnis mit
Syrien ist kein religiöses, ideologisches Bündnis, sondern es ist ein reines Zweckbündnis, das Bestand hat, auch in Zukunft, weil der Iran diese Position innerhalb der arabischen Welt nicht aufgeben will. Und genau das will aber Saudi-Arabien erreichen, das wollen die Golfstaaten erreichen. In erster Linie Saudi-Arabien. Katar und Saudi-Arabien unterscheiden sich da so ein bisschen. Katar ist so ein Vabon-Spieler, der am liebsten immer als Zwerg sehr groß wäre und auch das nötige Geld dafür hat. Aber Saudi-Arabien hat ein Machtinteresse daran, den Iran aus der arabischen Welt herauszudrängen, und er hat ein religiös-ideologisches Interesse daran. Saudi-Arabien, streng wahhabitisch, sunnitisch, also äußerst orthodox, Schmalspur-Religion, würde ich es mal nennen. Und der Iran, schiitisch, sicherlich auch sehr verbissen und verbohrt, ein Gegenspieler, ein ideologischer, religiös-ideologischer Gegenspieler von Saudi-Arabien, zumal es in Saudi-Arabien eine starke schiitische Minderheit gibt, die, anders als in Ländern wie Bahrain oder Kuwait oder den Emiraten, ohne Rücksicht unterdrückt wird, rechtlos, mehr oder weniger rechtlos gehalten wird. Aus ideologischen Gründen, weil der sunnitische Islam sagt, es darf keine andere Form des Islam, also der wahhabitische, die wahhabitische Variante des sunnitischen Islam, es darf keine andere Variation oder Variante des sunnitischen Islam geben. Alle anderen Varianten, die behaupten, islamisch zu sein, sind in unseren Augen nicht islamisch. Das predigen die einflussreichen und sehr starken Kleriker in Saudi-Arabien in den Moscheen. Es hat also dieses Engagement Saudi-Arabiens in Syrien zwei Aspekte. Einmal ein rein Machtaspekt. Ich will den Iran zurückdrängen, um die sunnitische Welt besser kontrollieren zu können oder mehr Einfluss haben zu können, auch in Syrien, dem wichtigen Land. Und ich will der wahhabitischen Variante des sunnitischen Islam auch dort zum Durchbruch verhelfen. Deswegen unterstützt, und da sind sich eigentlich alle einig, bis auf den ehemaligen Geheimdienstchef Saudi-Arabiens, unterstützt Saudi-Arabien dort Islamisten, aber nicht Al-Qaida. Das halte ich, ich habe das jetzt mit dem ehemaligen Geheimdienstchef deswegen gesagt, weil ich ihn auf der Münchner Sicherheitskonferenz Ende Januar kennengelernt habe und er mir gegenüber strikt abgestritten hat, dass Saudi-Arabien irgendwelche Islamisten in Syrien unterstützt. Tatsächlich ist es aber so, dass Saudi-Arabien zumindest in dem letzten Jahr Islamisten der verschiedensten Varianten außer Al-Qaida, da gibt es so zwei, drei Gruppierungen, Jabhat al-Nusra und diese ISIS, unterstützt hat. Warum nicht Al-Qaida? Weil Saudi-Arabien die Erfahrung gemacht hat, wenn wir Al-Qaida unterstützen, dann kommen die zu uns und gefährden unser Königshaus. Wir haben das mit Osama bin Laden erlebt, wir haben das mit Al-Qaida aus Afghanistan erlebt. Aber Saudi-Arabien unterstützt dort die Front, die kämpfende Front gegen Assad. Und es ist erkennbar, dass Saudi-Arabien auch an keinem wirklichen Friedensschluss oder Waffenstillstand interessiert ist, weil es für Saudi-Arabien keinen Kompromiss geben kann. Denn ein Kompromiss sähe nur aus, wenn Assad selber oder Teile des Assad-Regimes in diesen Kompromiss mit eingebaut würden. Anders geht es nicht. Und das lehnt Saudi-Arabien strikt ab, hat auch mir der ehemalige Geheimdienstchef verraten. Das würde käme mit Saudi-Arabien überhaupt nicht in Frage. Einen wichtigen Spieler auf der Assad-Seite gibt es noch, das ist Russland. Einer der wichtigsten Spieler überhaupt. Welches Interesse hat Russland in Syrien?
Das sind einmal vordergründig sicherlich Tartus, die Hafenstadt. Dort hat Russland einen kleinen Kriegshafen, den einzigen im Mittelmeer. Sonst muss Russland aus dem Schwarzen Meer, ich hoffe, das stimmt jetzt, ja doch, aus dem Schwarzen Meer an der Türkei durch die Daten. Sie nicken, dann habe ich recht gehabt. Ja. Geografie ist grauenhaft bei mir. Also, aus dem Schwarzen Meer durch die Dardanellen in das Mittelmeer fahren. So aber haben sie zumindest einen Hafen, wo Kriegsschiffe vor Anker gehen können, wo Kriegsschiffe repariert werden können. Das ist das eine Interesse. Das andere Interesse, Assad, die Familie Assad und Syrien ist schon seit Jahrzehnten bester Waffenkunde in Russland. Die syrische Armee ist komplettamente mit russischen Waffen aufgerüstet, die noch nicht alle bezahlt sind. Und eine neue Regierung müsste nicht unbedingt die Schulden der alten Regierung mit übernehmen. Also ein wirtschaftliches Interesse spielt da vielleicht auch eine Rolle. Viel wichtiger aber ist, dass Syrien ähnlich wie für den Iran, und deswegen arbeiten die da auch eng zusammen, Syrien für Russland der Fuß in der arabischen Welt ist. Sonst hat Russland keinen Zugang zur arabischen Welt, während die USA jeden Zugang haben. Es ist mit Ägypten, muss ich gleich einschränken, passiert im Augenblick Hochinteressantes. Da müssen Sie mal abwarten und es mal mit beobachten. Assisi, der Verteidigungsminister, der wahrscheinlich der nächste Präsident sein wird, war kürzlich in Russland, in Moskau, und hat dort angeblich Verträge abgeschlossen über 8 Milliarden Dollar Waffenkauf, weil Ägypten ja nichts anderes braucht als frische Waffen. Wie weit das nun eine Herausforderung an die USA ist, mit dem Signal, jetzt kommt ihr mal wieder zu uns zurück, denn die USA haben seit einem Jahr oder seit einem Dreivierteljahr, seit dem Putsch, Ägypten ziemlich abgestraft mit Missachtung, mit Kritik. Ob das dahinter steckt, die USA zu provozieren und zur Rückkehr aufzufordern, oder ob es tatsächlich der Plan langfristig dahinter steckt, die Seite zu wechseln. Das ist im Augenblick noch schwer zu beurteilen. Aber solange man da nicht genau Bescheid weiß, ist Syrien das einzige Land in der arabischen Welt, das enge Beziehungen zu Russland hat. Und dann, was Russland angeht, ist am Wochenende ein kleines Wunder passiert. Na, so groß ist das Wunder auch nicht. Es hat nämlich einer Resolution zugestimmt. Eine Resolution, die fordert freien Zugang für Hilfsorganisationen. Man möge doch bitte aufhören, die Städte zu belagern. Habe ich noch gar nicht erwähnt. Aleppo steht kurz vor dem Einschluss. Also die nächste große Tragödie, wie wir sie in den letzten 15 Monaten in Homs erlebt haben, steht möglicherweise Aleppo bevor. Also das möge man doch bitte lassen. Und noch andere Dinge stehen drin. Es steht allerdings nicht drin, was bei Missachtung passiert. Das ist wieder russisch. Dass die Russen sich ihre Unterschrift haben erkauft dadurch, dass sie die Resolution verwässert haben. Und es unklar ist, was eigentlich passiert, wenn nun diese Resolution nicht erfüllt wird. Russland agiert sehr vorsichtig dem Westen gegenüber bei solchen Fragen, bei UNO-Resolutionen, weil Russland sich reingelegt fühlt durch den Westen, in erster Linie durch die NATO, nach der Libyen-Resolution. Sie erinnern sich, im April 2011, ich war da gerade auf dem Weg nach Libyen, nach Tripolis, die Situation, Gaddafis Panzer stehen vor Benghazi, 1-2 Tage mehr, dann passiert ein Blutbad in Benghazi. Die UNO-Resolution wird verabschiedet, sie kann verabschiedet werden durch die Enthaltung von Russland und durch die Enthaltung von China, die Enthaltung Deutschlands lassen wir jetzt mal außen vor.
Dadurch kann die UNO-Resolution verabschiedet werden, in der ausdrücklich drinsteht, das Leben der Zivilisten soll dann geschützt werden, wenn sie durch die Truppen Gaddafis angegriffen werden. Nun hat aber die NATO, die Luftwaffe der NATO, diese Resolution so extensiv ausgelegt, dass sie mehr oder weniger zur Luftwaffe der Rebellen wurde. Und ich war verschiedentlich in dem Jahr in Tripolis gewesen und in anderen Orten in Libyen gewesen, sofern man sich darum bewegen konnte. Ich habe die Luftangriffe erlebt. Und es war so, dass man sich fragte, welcher Zivilist wurde hier gerade gefährdet? Und die Gaddafi und die NATO in Brüssel hat immer argumentiert, wenn wir die Frage gestellt haben, das sind grundsätzliche Gefährdungen. Also es war offenkundig, dass die Kampfflugzeuge der NATO systematisch versucht haben, Kasernen, Stellungen der libyschen Armee zu bombardieren, um so den Vormarsch der schlecht ausgerüsteten und schlecht bewaffneten Rebellen zu erleichtern. Man kann sich nun darüber streiten, ob man das darf oder nicht darf. Die Russen haben es jedenfalls als einen Missbrauch ihrer Stimmenthalte, einen Missbrauch der Resolution verstanden und haben deswegen in den letzten 3 Jahren keiner UNO-Resolution zugestimmt, die so formuliert war, dass sie wirkliche Konsequenzen haben könnte. Selbst in der Chemiewaffenresolution oder der Chemiewaffenentscheidung ist noch ein Vorbehalt vorgesehen, was passiert, wenn Assad nicht tatsächlich bereit ist, die Chemiewaffen zu zerstören oder verzögert. Selbst dann muss nochmal der Sicherheitsrat zusammentreten, um zu entscheiden, was nun passiert. Die Amerikaner wollten einen Sanktionsmechanismus eingebaut sehen, der steht aber auch in dieser Resolution nicht drin. Also, das ist die Haltung Russlands gegenüber Assad. Assad als Kunde, Assad als Tartus, als Heimathafen, Assad als Türöffner in die arabische Welt und schließlich Libyen als schlechtes Beispiel für den, so wie die Russen es verstehen, Missbrauch einer UNO-Resolution, die Russland und China haben passieren lassen. Jetzt haben wir die eine Seite versucht, oder ich habe versucht, ein bisschen die eine Seite zu behandeln, das ist die Hisbollah, die nebenbei, und da muss man vielleicht noch ein Wort sagen zum Kräfteverhältnis in Syrien. Man sagte bis Anfang 2013, dieser Krieg kann nur noch ein paar Monate dauern, Assad hält nicht mehr lange durch. Das Blatt hat sich spätestens seit Mai 2013 komplett gewendet. Damals hat nämlich Nasrallah, der Generalsekretär der Hisbollah, entschieden, die Hisbollah greift massiv auf Seiten Assads in diesen Krieg ein, stellt Truppen, und zwar nicht zu knapp, sollen alles irgendetwas sein zwischen 2.000 und 4.000, und kämpft den Weg Assad frei. Und es scheint so zu sein, und es ist so, dass Assad inzwischen wieder vorrückt. Das Eingreifen von Hisbollah, aber auch das Eingreifen irakischer Verbände, keine offiziellen Truppen, aber Verbände, schiitischen Verbände aus dem Irak, haben das Blatt gewendet. Assad ist auf dem Vormarsch, sowohl in Homs als auch um die Achse Damaskus bis nach Latakia, also bis zum Mittelmeer, frei zu kämpfen und frei zu räumen, und ist dabei im Augenblick auch mit Hilfe der Hisbollah Aleppo einzukesseln und aus Aleppo ein zweites Homs zu machen. Was in Homs passiert, haben wir gesehen, als der Belagerungsring um Homs geöffnet wurde und dort Menschen, 1.400 nur, den belagerten Vorort verlassen konnten. Es war ja nicht ganz Homs, es war die Altstadt von Homs, die belagert worden war. Das ist die eine Seite.
Assad also auf dem Vormarsch. Was Assad besonders nützt, ist die andere Seite. Nämlich ist die Zerstrittenheit der Opposition. Sind die Kämpfe innerhalb der Opposition teilweise um Vorherrschaft? Kämpfe zwischen Al-Qaida-nahen Verbänden wie ISIS oder Jabhat al-Nusra oder anderen gegen Gemäßigte. Das sind Gemäßigte, die Freie Syrische Armee zum Beispiel, die man sich nicht als eine geschlossene Armee vorstellen kann. Das sind auch einzelne Verbände, Brigaden, wie man sie auch immer nennen will, die mehr oder weniger zusammenarbeiten und sich koordinieren lassen. Dann gab es, da gibt es immer wieder heftige Kämpfe und inzwischen ist es so, dass die Opposition mehr mit sich selbst beschäftigt ist, als mit diesen Auseinandersetzungen mit Assad. Und es wird sogar gesagt, dass der Norden, Aleppo zum Beispiel, durch einen Riegel, den die ISIS aufgebaut hat, von den Nachschubwegen aus der Türkei heute schon abgeschnitten ist. Es gibt offensichtlich noch, ich habe mir das nur erklären lassen, nach wie vor über Schleichwege Versorgungsmöglichkeiten der Stadt. Aber all dies arbeitet natürlich Assad in die Hände. Diese Zerstrittenheit der Opposition und dann ist die Opposition in Syrien selber völlig zerstritten, bis aufs Messer teilweise verfeindet. Und dann gibt es ja noch die Exilopposition, die in Genf aufgetreten ist und dort verhandelt hat. Nur hat die Exilopposition wenig Einfluss auf das, was in Syrien selber passiert. Vor der Genfer Verhandlungsrunde hatten die Verbände in Syrien erklärt, alles, was dort beschlossen wird, interessiert uns nicht. Wer nach Genf fährt, ist ein Verräter. Ob das dabei geblieben wäre, wenn tatsächlich Beschlüsse gefasst worden wären, ich weiß es nicht genau. Aber deswegen hat sich auch die Delegation der Opposition so schwer getan in Genf. Und ich erinnere mich, ich war am Ende der ersten Verhandlungsrunde in München bei der Sicherheitskonferenz gewesen und abends trat Brahimi, der von der UNO beauftragte Verhandlungsführer, noch auf der Sicherheitskonferenz und er hatte fast Tränen in den Augen und sagte, Assad will keinen Frieden, er will keinen Waffenstillstand. Nein, er hat von Waffenstillstand geredet, nicht von Frieden, er will keinen Waffenstillstand. Assad will diesen Krieg ausfechten. Die Opposition kann keinen Waffenstillstand, so sagte er, weil sie zu wenig Einfluss auf das Geschehen in Syrien selber hat. Also es ist eine völlig verfahrene Situation und es ist auch nicht erkennbar, dass in den nächsten Monaten sich da etwas verbessern könnte. Ich will vielleicht zum Schluss noch einmal ganz kurz zusammenfassen, mit was für einem Krieg wir es da zu tun haben. Und dann noch kurz auf die Christen eingehen, die irgendwo dazwischen hängen. Also, ich habe mir hier 6 Punkte aufgeschrieben, als ich mir gestern Abend noch mal überlegt habe, was ist das eigentlich für ein Krieg? Welche Gesichter hat dieser Krieg? Und es sind eigentlich 6 verschiedene Gesichter, die mir da aufgefallen sind. Es ist erstens immer noch, wenn auch kaum noch festzustellen, ein Bürgerkrieg um mehr Mitsprache, um mehr Beteiligung. Ich nehme das Wort Demokratie nicht in den Mund, weil das da etwas verwegen wäre. Aber um mehr Beteiligung, um mehr Respekt auch, um ein besseres Leben. Die syrische Gesellschaft ist wie alle arabischen Gesellschaften eine sehr junge Gesellschaft, die nicht in der Lage ist, den jungen Menschen wirklich eine Perspektive zu bieten. Ähnlich wie in Ägypten oder Tunesien oder anderen arabischen Gesellschaften. Dann ist es ein transnationaler, so habe ich es einmal genannt, transnationaler Dschihadistenkrieg. Also ein transnationaler heiliger Krieg. Transnational, weil da Saudi-Arabien und der Iran eine wichtige Rolle spielen. Also ein Krieg, der nicht mehr allein nur von Syrern bestimmt wird, sondern der von ausländischen Mächten bestimmt wird. Ein Stellvertreterkrieg zwischen
Saudi-Arabien und dem Iran auf syrischem Boden. Ein regionaler Stellvertreterkrieg. Dann ein, nochmal auf das Wort zurückzukommen, transnationaler Dschihadistenkrieg, weil sehr viele ausländische Dschihadisten dort inzwischen teilnehmen und sie eigene Brigaden bilden. Zum Beispiel diese ISIS ist eine in erster Linie aus ausländischen Dschihadisten gebildete Brigade, die dort die Syrer terrorisiert. Und mir hat letzte Woche noch ein Arzt, den ich aus Assas kannte, in Kilis, also im Exil, im türkischen Exil erklärt, unser größter Fehler war gewesen, die überhaupt ins Land zu lassen. Wir waren naiv, wir haben noch nicht so viele Revolutionen gemacht. Wir waren naiv, weil wir dachten, die helfen uns, aber sie helfen uns natürlich nicht. Sie machen ihr eigenes Ding und sie helfen bewusst oder unbewusst Assad, aber schaden uns unendlich. Also ein transnationaler Stellvertreterkrieg. Dann ist es nicht nur ein Krieg zwischen Nicht-Dschihadisten und Dschihadisten, sondern es ist ein Krieg zwischen verschiedenen islamistischen Gruppen, die ihre Claims abstecken wollten, die ihre Emirate dort oben gründen wollen. Mir hat ein Fachmann in Kilis, in Gaziantep, also einer Stadt ganz in der Nähe, gesagt, inzwischen geht es für viele Gruppen nur noch darum, sogenannte Emirate zu gründen, also Herrschaftsgebiete zu gründen, die sie nach außen hin verteidigen. Und dazu gehören zum Beispiel im Osten die Ölfelder. Gruppen wie ISIS oder Jabhat al-Nusra, beides Al-Qaida-Gruppen, finanzieren sich über Ölverkäufe inzwischen. Die brauchen gar kein Geld mehr aus Saudi-Arabien oder Kuwait. Und schließlich ist Syrien noch ein globaler Stellvertreterkrieg, nämlich zwischen Russland auf der einen Seite und den USA auf der anderen Seite. Russland rüstet Assad auch deswegen auf, weil Assad Russland ermöglicht, den Einfluss der USA im Nahen Osten zurückzudrängen oder nicht noch weiter auswachsen zu lassen. Es hat also auch diesen Aspekt. Es ist kein Krieg, da schießen keine Russen und Amerikaner aufeinander, aber es hat diesen politischen Aspekt eines globalen Stellvertreterkrieges. Und wenn man das alles zusammenfasst, dann kommt man auf eine Faustregel, je mehr Beteiligte, je mehr Interessen und je antagonistischer diese Interessen sind, desto schwerer ist am Ende überhaupt dieser Krieg zu beenden. Wenn Sie wollen, rede ich vielleicht noch 5 Minuten über die Rolle der Christen, denn sie hängen ja genau dazwischen. Sie gehören weder zu den Dschihadisten, sie gehören noch zu den Gemäßigten. Sie gehören irgendwie, versuchten sie in der Nähe von Assad Sicherheit zu finden, was nun auch nicht mehr möglich ist. Und man kann den Christen sicherlich vorwerfen, dass sie eher Assad-freundlich als Assad-feindlich waren. Das waren sie mit Sicherheit. Ich habe mit ganzer Reihe von Bischöfen gesprochen und auch dem Erzbischof in Damaskus und letztes Jahr gab es auch in der Evangelischen Akademie in Loccum zu dem Thema eine große Konferenz, die sehr, sehr fruchtbar war, wo ich dabei war und die Möglichkeit hatte, mit den verschiedensten Kirchenvertretern zu reden. Und sie haben unterm Strich alle gesagt, wir wissen nicht, was am Ende auf uns zukommt. Deswegen halten wir es lieber mit der einen Seite, wir sind keine Assad-Freunde, wir wissen, wir kennen den Geheimdienst, wir wissen, was der tut, aber mit Assad wissen wir, mit wem wir es zu tun haben. Mit der anderen Seite wissen wir nicht, mit wem wir es zu tun bekommen werden. Und als diese Konferenz stattgefunden hatte, hatte ich noch argumentiert, Mensch, ich war erst kürzlich in Malula gewesen, das ist eines der ältesten Klöster der Christenheit überhaupt und habe mit der Äbtissin dort gesprochen und mit ihr diskutiert, die sich als große, als glühende Assad-Anhängerin fast schon auf eine komische Weise herausgestellt hat und mit ihr argumentiert und dann auch gesagt, also bisher hatten die doch euch überhaupt nichts getan. Und sie sagten, bisher nicht. Und inzwischen ist es eben so, dass das, was ich damals hoffte, dass es nicht eintreten wird, tatsächlich eingetreten ist. Nämlich diese
Nonnen aus dem Kloster in Malula sind entführt und immer noch verschwunden. Die beiden Bischöfe aus Aleppo, die letztes Jahr im Februar, glaube ich, also vor genau einem Jahr entführt worden sind, sind immer noch verschwunden. Ich habe aus verschiedenen Quellen, einmal im Libanon von einem Bischof, einem syrisch-orthodoxen Bischof, gehört und jetzt auf der Türkei-Reise auch nochmal von den Syrern gehört. Sie sollen noch leben und werden gehalten als Geiseln, als Unterpfand für Verhandlungen. Aber es ist natürlich für alle Christen, die das beobachten, nicht übermäßig beruhigend, zumal es auch keine wirklichen Lebenszeichen gibt. Also die Christen leben im Grunde in Syrien zwischen Baum und Borke. Sie hatten gut gelebt unter Assad, solange sie nicht sich irgendwie gegen das Regime gestellt haben, wurden sie in Ruhe gelassen, wurden sie auch geachtet als Religion. Das galt für alle Religionen, das galt auch für Sunniten, für Schiiten, für Alawiten. Solange man sich nicht gegen das Regime stellt, wurde die Religionsgemeinschaft in Ruhe gelassen. Sobald es aus diesen Religionsgemeinschaften Opposition gab, hat der Geheimdienst zugeschlagen, aber nicht aus religiösen Gründen, sondern aus politischen Gründen. So gibt es auch in der Opposition Christen, Michel Quilot, andere, die leidvolle Erfahrungen gemacht haben mit der in der Opposition mit dem Regime. Aber unter dem Strich galt, die Christen haben die Nähe des Regimes gesucht, weil sie als Minderheit, ähnlich nebenbei wie im Irak oder auch in Ägypten, das lässt sich dort genauso beobachten, am ehesten in Frieden gelassen wurden. In einer Welt, in der die Sunniten die Mehrheit bilden. Wobei die Sunniten nicht automatisch Christen bedrohen. Also das darf man, den Zungenschlag möchte ich auch nicht reinkommen lassen. Es gab auch Sunniten, die eng mit Assad sich verbündet zusammengetan haben. Das waren meistens auch gar keine religiösen oder ideologischen Gründe, es waren wirtschaftliche Gründe. Wer wirtschaftlich erfolgreich sein wollte in Syrien, musste die Nähe zum Regime suchen, weil er da ordentlich abdrücken musste. Und wenn dann noch was ordentlich übrig blieb, dann konnte er wirtschaftlich erfolgreich sein. Inzwischen aber hat auch der Exodus der Christen aus Syrien begonnen. Das, was im letzten Jahr noch die Bischöfe in Lokum gesagt haben, das wollen wir vermeiden. Aber hat der Exodus begonnen, genauso wie es, da habe ich überhaupt noch nicht drüber geredet, aber vielleicht können wir da später drüber reden, ist insgesamt, Sie hatten es erwähnt, aus Syrien eine unvorstellbare Fluchtbewegung gibt. Und zum Schluss nur noch eine kurze Geschichte von meiner Libanon-Reise kurz vor Weihnachten. Da sind wir auch durch die Beka-Ebene gefahren und haben wilde Flüchtlingslager besucht. Das sind Flüchtlingslager, die von keiner Organisation betreut werden. Und wir haben da hat es kurz vorher geschneit und wir haben da kleine Kinder gesehen, die barfuß im eiskalten Schlamm standen. Damit möchte ich Schluss machen.